Teheran, Juni 2009. Hunderttausende Iraner demonstrieren auf den Straßen der Hauptstadt gegen ein Regime, das die Wahlen manipuliert hat. Die Polizei schießt in die Menge, setzt Schlagstöcke ein, wirft Tausende von Bürgern in Gefängnisse. Die westliche Welt und auch die Bundesrepublik stehen auf Seiten der Opfer. Juni 2010. Tief in der Zentraltürkei, knapp 6 Autostunden von Istanbul entfernt, besuchen wir die vergessenen Helden der iranischen Protestbewegung. Hierher flüchteten tausende Regimekritiker, Studenten, Journalisten, alle schwer gefoltert und nur knapp dem Tod entkommen. Wir treffen eine Gruppe von 8 Personen, die in einer Wohnung leben. Eine von ihnen ist diese 25-jährige Studentin. Sie wurde während einer Demonstration im Dezember 2009 festgenommen. Nur schwer kann sie über ihre Folter reden. Sie zeigt uns die Narben ausgedrückter Zigaretten auf ihrem Körper. Sie fragten, willst du Wasser? Dann haben sie auf mich uriniert. Ich sollte das trinken. Mir wurde schlecht. Dann haben sie mir gewaltsam den Mund geöffnet und ihr Geschlecht eingeführt. Dann zwangen sie mich zu unsittlichen Handlungen. Das stresst mich. Könnten wir bitte eine Pause machen? Wir müssen das Interview abbrechen. Die Studentin ist von den Vergewaltigungen schwer traumatisiert und, wie wir später erfahren, stark suizidgefährdet. Auch die Webloggerin Tanja Ahmadi ist ein Folteropfer. Sie kam im berüchtigten Evin-Gefängnis zur Welt, als man ihre Mutter dort zu Tode folterte. Sie hatte gegen das Regime von Ahmadinejad protestiert und in ihren Weblogs die Steinigung von Frauen angeprangert. Ich bekam eine Augenbinde und wurde an einen geheimen Ort verschleppt. Dann wurde ich über 10 Stunden lang schwer gefoltert, immer wieder geschlagen. Ich bekam innere Blutungen, wurde auf einem Ohr taub. Dann sagten sie mir, wir rufen deinen Vater an, damit du mit ihm sprechen kannst. Sie folterten mich wieder und er musste es mit anhören. Er bekam am Telefon einen Herzinfarkt. Mit ihrer Flucht aus dem Iran entging sie einem erneuten Haftbefehl. Noch heute leidet Tanja unter Weinkrämpfen und Angstzuständen. Viele dieser Flüchtlinge warten seit Monaten auf ihre Ausreise. Die Namen dieser Opfer, insgesamt 100 schwere Fälle, liegen der Bundesregierung seit Monaten vor. Lange blieben die Appelle an die Bundesrepublik zu helfen ungehört. Wir haben uns die Bundesrepublik Deutschland wie andere Staaten auch bereit erklärt, solche Oppositionelle aufzunehmen. Wir hatten bisher eine Größenordnung von etwa 20 ins Auge gefasst. Ich habe meine Innenministerkollegen gebeten, dieses zu erhöhen auf eine Zahl von bis zu 50 und bin dankbar, dass ich dafür Zustimmung gefunden habe. Das reiche bei weitem nicht aus, bemängeln Kritiker. Nach welchen Kriterien ausgewählt wird, wer genau diese Einzelfälle sein sollen und wie lange es noch dauert, bis alle Opfer hier sind, bleibt unklar. Die Situation der Flüchtlinge in der Türkei spitzt sich zu. Viele Folteropfer fühlen sich hier nicht sicher. Dieser Aktivist der grünen Bewegung wurde bei einer Kundgebung von den Basij-Milizen verschleppt und gefoltert. Mit Schlüsseln ritzten sie ihm die Arme auf. Sie haben mich an Händen und Füßen gefesselt. Dann hat mich ein Folterer mit einem Schlagstock mehrfach vergewaltigt. Es war sehr entwürdigend. Als ich mich wehren wollte, wurde ich übelst zusammengeschlagen. Ich erlitt einen Schädelbruch und eine Hirnblutung. Nachdem ich in die Türkei geflohen war, habe ich meinen Vergewaltiger in einem Auto hier wiedererkannt.